Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Video und wir stellen euch ein paar Fragen über die Erbsälzer. Unser Video heißt Go Erbsälzer. Wir hoffen, ihr lernt daraus und habt viel Spaß. Wir starten direkt mit unserer ersten Frage und die ist, warum hießen die Erbsälzer Erbsälzer? Die Erbsälzer hießen Erbsälzer, weil sie ihren Beruf und auch das Salz vererbten, darum auch Erbsälzer. Und die zweite Frage ist, warum waren die Erbsälzer so reich? Die Erbsälzer waren so reich, weil sie so viel Salz besaßen und Salz früher sehr kostbar war. Hier stehen wir vor dem Haus von Paten der ehemaligen Stadtbücherei. Momentan sind es im Haus Erbsdorfer. Vor ein paar Jahren wohnt hier noch die Erbsälzerfamilie von Paten. Wohin ging das Werler Salz? Das Werler Salz ging in Teile von ganz Deutschland. Wie viele Erbsälzerfamilien gab es? Es gab 8 Erbsälzerfamilien in Werl. Hatten die Erbsälzer Krieg miteinander? Nein, die Erbsälzer hatten keinen Krieg. Hier stehen wir an der Stelle, wo die Erbsälzer ihre Gottesdienste gefeiert haben. Die Erbsälzer-Männer der Familien saßen in dieser Bank. Und wir starten direkt mit der ersten Frage. Was hatten die Erbsälzer mit der Kirche zu tun? Im Mittelalter glaubten viele an Gott. Welchen Schutzpatron hatten die Erbsälzer? Die Erbsälzer hatten den Schutzpatron, der Erzengel Michael. Was haben die Erbsälzer für die Kirche gespendet? Die Erbsälzer spendeten für die Kirche einen Altar und eine Kanzel. Das dann auch schon mit unserem kleinen Video. Wir sagen Tschüss und viel Spaß.